Willkommen Leute, wir sind zurück hier bei Super Mario Galaxy und wenn ich mich recht entsinne, dann haben wir wir haben eine Prüfung, glaube ich, noch ausgelassen. Ja. Ja, jetzt bin ich mir ganz sicher, mein Sound ist wieder zu laut, ey. Mensch, ey, das kommt aber auch immer am Anfang, immer so bei der Begrüßung, ja. Ich rede mich noch nicht mal ganz aus und auf einmal passiert irgendwas. Aber naja, wie dem auch sei. So, mein Sound ist jetzt, dürfte jetzt eigentlich genau richtig sein. Nein. Wenn dann perfekt, ne? Wenn dann richtig, wenn dann richtig. Nämlich steht noch die Challenge-Blase hier aus. Die haben wir vergessen. Ja, ich habe ja im letzten Part, glaube ich, direkt im Maschinenraum. Ach du Kacke! Ich habe direkt im Maschinenraum gestartet. Dabei wollte ich das eigentlich nicht. Nee, das wollte ich nicht. So sollte das nicht sein. Oh, das habe ich auch schon mal gesehen. Das habe ich aber wirklich gesehen. Und was ich sagen kann, das war, glaube ich, hart. So. Schon mal Nunchuck zwischen die Arschbacken klemmen. Nein, das natürlich nicht, aber der. Ich muss den irgendwie so halten, dass er nicht runterfällt, ne? Also, ja. Ne? Ich leg den einfach auf den Stuhl. Ah, Sternenteile. Müssen natürlich schon eingesammelt werden. Das Fragezeichen-Ding brauchen wir aber sicher nicht. Ne? Nein. Wir brauchen hier nur diese Teilchen. So. Es ist aber nervig, dass man hier immer noch so zwei Schritte damit wieder mit dem Nunchuck machen muss. Und dann wieder hier hingeht. Aber ich glaube, mit der Blase war ich, mit der Blase war ich doch nie so schlecht. Oh, ja. Du bist so lustig, Aaron. Du hast so, ja, ich habe extra gefailt, damit ich wie ein Trottel dastehe. Das steigert selbstverständlich den Unterhaltungswert. Und da dachte ich mir, ey, komm, mache ich das doch einfach. Aber selbstverständlich, ich meine, was hätte ich mir sonst denken können, ne? Ich meine, ich fail ja nicht einfach so, ne? Aus Dummheit? Nein! Jeder Fail hat seinen tieferen Sinn, ne? Ich meine, wenn man gerade nichts zu sagen hat oder so, dann macht, ja, ne? Dann lässt man sich abkratzen, damit man was zu sagen hat, ne? Ja. Oder irgendwelche komischen Aktionen, sind alles gestellt, alles gestellt. Das, jetzt ist es raus, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich die Let's Player verraten. Was passiert denn? Okay. Ich wollte nur gucken, was passiert, wenn ich hier die... Wenn ich die Münze einsammle. Ah, und ehrlich gesagt war das jetzt auch nicht so das Schwerste. Aber dadurch, dass das Bild jetzt nach unten geht, sieht man das jetzt erst extrem spät, wenn jetzt so ein Ding kommt, finde ich. So, man muss einfach ein bisschen langsamer machen, aber dazu habe ich natürlich nicht so die größten Böcke. So, und mir ist gerade aufgefallen, ich glaube am Ende werden uns wieder total viele Kometen fehlen. Deshalb muss ich gleich mal gucken, ob ich diesen Gourmet-Luma bezahle, der kann die ja bewegen. Okay. Na gut, das war jetzt wieder auf dem... Achso, wir müssen nach oben. Er sagt das doch. Wieso gehe ich denn unten lang? Wieso gibt es den Weg überhaupt? Das hätte man mir mal sagen können. Naja, wenn jetzt irgendwo ein Komet auftaucht, dann sage ich eher nicht erst, ja, holen wir erstmal andere Sterne oder so. Nee, dann werden die so... Dann wird er sofort eingesackt. Ja. So. Das hier noch. Ich glaube, mit dem Schild hilft, müssen wir nicht unbedingt sprechen. Ja, wir haben das System verstanden, ja. Die Frage ist, wenn wir die ganzen Teile hier gesammelt haben, sind wir dann beim Stern oder kommt dann erst die finale Prüfung? Man weiß es. Geht das wieder? Nein, okay. Ja, das geht so quasi in den Elektrozaun rein. Ich dachte, es geht vielleicht von links nach rechts und dann von links, von rechts nach links oder so. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ach du Kacke. Komm schon, hier muss mal gefühlt. Och nö! Musst du mal Gefühl zeigen. Naja. Aber wie ich schon sagte, es ist alles gestellt. Es ist alles extra. Ne? Ich meine, an mir kann man es ja sehen. Da ich bin eigentlich ein Spieler, der kann gar nicht sterben. Das ist die größte Schwierigkeit bei mir. Ich kann nicht sterben, ja. Aber bei sowas gebe ich mir halt die größte Mühe. Ist doch zu tun, ja. Komm, jetzt hast du genug lustige Jokes gerissen, Aaron. Die Leute haben sich totgelacht über deine Ironie. Jetzt kannst du auch mal spielen. Okay. Okay. Ja, ja, ich wollte natürlich nur, dass der Witz auch völlig ausgereift rüberkommt. Bam. Und die natürlich ständig neu formuliert, um seine Witzigkeit zu unterstreichen. Ja. Ne? Das Ganze doch mal mit einer anderen Formulierung untermalen. Läuft. Ne? So macht man das ja. So. Als professioneller Witzereißer, wie ich halt, ne? Ja, der Junge hat nicht nur Swag und Skill, der ist auch witzig. Und deshalb macht er es gleich nochmal. Ja. Ah, Mann, leck mich at the ass. Ah.
Fick dich. Ich glaube, das hier oben ist so ziemlich das Schwerste. Wobei, nee, das war es ja noch gar nicht. Das links davon, da sind wir ja immer gefällt. Ich habe mich voll vertan. Ah, dann hätten wir das vielleicht am Anfang machen können. Dieser komische Kreis da, dieses Rad oder was auch immer, das ist da fail ich halt, ne? Na gut, na, ich hole jetzt mal Sternteile. Ja, Sternteile farmen. Jetzt kommt das Schwere. So. Ah, im Prinzip ist es auch nicht so schwer, Mann. Man muss sich einfach nur anstrengen. Ich sehe auch irgendwie nie, dass ich das so genau berühre, aber anscheinend scheint er ja doch immer die Kontur von dem Stromzaun zu erwischen. Oder so. Ja. So ganz am Rand gestriffen, aber ist halt auch. Ist ja auch Wasser irgendwie. Und ja, wenn da so ein kleines bisschen Elektro-Dingsbums drankommt, ne, dann ist man sofort am Arsch. Ist schon logisch. Wobei, ja, Wasser ohne Salz irgendwie nicht leitet, ne? Also wenn da überhaupt kein Salz drin ist, wenn das steriles Wasser ist, dann leitet das noch nicht mal, ey. Voll komisch, ey. Da hat man immer gesagt bekommen, ey, Wasser leitet immer und so, aber nee. Das stimmt gar nicht. Ja, das stimmt gar nicht. Habe ich im Chemieunterricht gelernt, ey. Boah, jetzt bin ich voll schlau, ey. Und wir haben die schwere Stelle übrigens gerade geschafft. So. Dann kann es ja nur noch besser werden. Okay, wir müssen da wahrscheinlich hin und dann wieder zurück. Huah. Wieso sollte man da noch nach hinten gehen? Sagt mir einen Grund. Wer macht denn sowas? Okay, jetzt komm und go! Aber das ist echt einfach. Das ist so ziemlich das Einfachste. Wenn man jetzt noch hier rumkommt, ich glaube, wenn wir dieses Mittelding da erwischen, also nicht den Elektrozaun, dann passiert uns auch einfach gar nichts. Aber naja. So, komm. Das hast du schon mal gemacht hier. Das hast du voll geskillt, ey. Da warst du voll gut. Komm, das machen wir jetzt nochmal. Hier sind ja auch nur ein, zwei Kackteile. Die sind echt klein, ey. Also wenn wir... Uns kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel passieren. Trotzdem, man muss ja jetzt nicht mehr voll auf die Kacke hauen. Man muss ja einfach nur... Also, was ich damit sagen will, man muss ja jetzt nicht voll durchrasen. Nee. Wir machen hier einen auf safe. Auf safe. Wir haben die Zeit. Wir haben das Geld. Wir haben den Spaß. Was auch immer. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Ach nein, das noch nach unten. Das gibt's ja auch noch. Egal. So. Wenn ich gelernt habe, dann ist da direkt einer. So. Bewegen tun sich die Dinger ja auch nicht, ne? Von daher... Ach, das ist alles im Bereich des Machbaren. So. Aber ich stell mir natürlich immer noch die Frage, ob das jetzt schon zu Ende ist, wenn ich da durch das Sternding gehe. Ich fände es gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Nö. Hätte ich nichts gegen. I don't have something against that. So. Okay. Was ist los? Was ist los? Nein, ich habe da noch so ein mega großes Ding gesehen. Ist hier aber so ein, ist hier ein Safe Point. Hier muss eigentlich ein Safe Point sein. Das können die uns eigentlich nicht zweimal zumuten. Aber gab es bei diesen Challenge-Dingern überhaupt schon ein Safe Point? Ich glaube ja fast nicht. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Wir dürfen nicht zu langsam sein. Denn es verfolgen uns Kugelwillis. Aber komm, hier mit ein bisschen... So, eigentlich kann ich... Eigentlich würde ich behaupten, ich kann das relativ schnell. Und irgendwie hat er uns auch verloren, von daher. Ah! Ah! Von daher können wir jetzt eigentlich sogar ein bisschen chillen. Mache ich natürlich aber nicht. So. So. Der zerschellt. Der muss eigentlich an diesen Sachen zerschellen. Ja, ich habe ihn auch zerschellen gehört, glaube ich. Wenn man das kann. Ich glaube, ich habe so ein ganz kleines Rumpsen vernommen. Ne? Sowas wird ja auch öfters mal mit diesem. Mit der Vibration der Wii-Fernbedienung untermalt. Und ich glaube, das habe ich auch gespürt. So. So, jetzt kommen wir aber. Jetzt packen sie die etwas härteren Geschosse aus. Oh oh. Ja, ist klar, ist klar. Ah. Komm, mach doch einfach gerade nicht von links nach rechts und so. Da ist er, da ist das Ding, da ist das Ding. Okay. Dim, bam, bam, bam. Brum, brum, brum. Okay. Na gut, 10 Minuten. Ich gebe mich damit zufrieden, ja. Ist es okay, ne? Ich meine, das waren jetzt so ziemlich die... Ich würde einfach mal sagen, das waren so ziemlich die drei schwierigsten Sterne, die es in dem Spiel gibt, oder? Sehe ich das richtig? Ich bin mir nicht sicher. Na gut, solche lila Münzen-Challenges, die selbstverständlich auch noch kommen werden, die könnten natürlich auch noch schwer werden. Sollen wir den Luma bezahlen? Damit er hier einen Kometen ranholt? Irgendwie hätte ich Lust auf einen Kometen. La 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 la. Wenn du etwas über Schaber, dann können wir ihn erfahren. Frag mich einfach.
Soll ich dir etwas über die Kometen sagen oder soll ich sie bewegen? Bewegen. La la la. Willst du wirklich, dass ich die Schabernack-Kometen woanders hinschicke? Für 20 Sterne. Ach, nur 20? Puh, das ist ja ein Witz. Oh, die werden automatisch gefüttert. Finde ich jetzt nicht gut. La la la, man braucht so voll. Jawohl, die werden wir mal loslegen. Hm. Verzieht euch doch. Ja. Da schreit einer. Oh. Und ist alles gut gelaufen, wenn du mal wieder meine Hilfe brauchst und komm. Nein, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich dachte, jetzt taucht einer auf. Ah, jetzt verstehe ich aber, was der meint, ne? Wenn da ein Komet ist, dann. Ah, Moment mal. Wir hatten noch eine Abkürzung geschaffen. Wenn hier irgendwo ein Komet ist, dann kann man den woanders hinbewegen. Ja, macht Sinn. Trotzdem dachte ich, da könnten vielleicht neue mit auftauchen. Nun gut, da haben wir zumindest mal wieder was gelernt. Und den Typen da oben können wir eigentlich auch mal bezahlen, ne? So, wie viel willst du denn? Jetzt sag nicht 1400. Wenn du das sagst, dann bist du bei mir unten durch. Oh, ich will Sternteile. Na, komm schon, gib mir Sternteile. 1000, oh. Ebenfalls Kleingeld, ne? Das, ja, so was hat man immer dabei. Zack. Ja, gut, ich übertreibe. Wir haben jetzt insgesamt nur noch 300, aber gut. Oh, das war's. Mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Ah, so. Lautester Verwandlungsschrei bisher, ja. Verdammt cool, Aaron. Ich weiß. Soll ich dahin? Ja, komm, wir gehen sofort dahin. Ich habe irgendwie Lust auf was Schweres. Ja. Aber hier nochmal so ein, ja, so ein richtigen Stern. Hier nichts hier mit, ETF. Ist dein Lieblingspilz? Nichts hier mit Challenge, irgendwas, Ball, Blase oder so. Das waschechte Gameplay, was wir hier wohl auch nicht so wirklich bekommen werden, weil wir nur wahrscheinlich mit Geist Mario herumirren werden, ja. Ist halt jetzt aber auch nicht so schlimm. Ey, voll cool, hier so ein abgebrochenes, ja quasi abgebrochenes Schiff. Sieht ein bisschen cool aus, ne? Aber in Mario 3D Land haben die das noch viel, 3D World haben die das noch tausendmal epischer hinbekommen, ja. Ja. Zack. Achso, wir können uns aussuchen, ob wir Geist spielen wollen oder ob wir Biene. Hier einen auf Biene machen. Wenn wir einen auf Biene machen, was ist denn hier da so der Nachteil? Ach so, da hinten die Wasserdinger. Oh nee, der liebt uns! Der hat sich aber schnell verliebt. Soll ich mir vielleicht einen. Oh nein! Halte durch, Mario, okay. Oh, ich denke immer, der fällt da noch runter. Das ist uns ja auch schon passiert. Aber das Wasser kann uns jetzt nichts ab, oder? Doch. wieso? Ich verstehe es noch nicht ganz. Wo hat denn die Biene ihre Schwäche? Es muss doch irgendwie ausgeglichen sein, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ey, sag mal, ist das ein Fass? Das ist doch ein Fass, oder? Ich mach hier gleich ein Fass auf. Ja, haha. Ich meine, ich hätte das so gesehen. Ich meine, wovon können wir jetzt verletzt werden? Von nicht ja nicht, ne? Au, 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 wir können ja nicht unendlich lang fliegen. Ach, verstehe. Deshalb auch hier andauernd diese Stäbe. Ja, okay, es gibt einen insgesamt, aber andauernd gibt es hier diese Stangen, die wir dran springen können. Nein. So, okay. Neuer Try. Hier sind wir eigentlich sicher, oder? So, und jetzt hier nochmal gucken. Ja, im Prinzip ist das doch locker easy. Was ist das hier? Okay. Ich frag mich zwar, was. Oh, die Stelle habe ich auch schon mal gesehen. Hier, yeah, das hat Fellpotenzial, die Stelle. Ich frag mich gerade, was das da für Honigwaben waren. Kann man eigentlich darüber? Soll ich es mal probieren? Oh, krass. Da habe ich doch was abgekürzt, oder? Ah. Alter. Nein! Das springt er ins Leere. Fuck, das ist nicht so einfach, ja. Aber das mit dem Weitsprung, das war cool, ne? Das war mega. Das macht doch kein anderer bestimmt. So. Zack. Das gibt's nur hier bei www.youtube.com/user/rednosa3000. So, ja. Ungefähr so. Neuer Stern? Okay. So, dieser Sprung. Zack. Und dieser Sprung. Zack. Und jetzt müssen wir da auch springen. Ja.
Ich denke mal, man kann über solche kleinen Lücken immer drüber rennen, aber na, gehen wir mal lieber auf Nummer sicher und jetzt daran. Ach so, man kann da drauf springen. Gut, dann hätte man ja noch mal abkürzen können, ne? Rum, bum, bum, bum. Hätte man vielleicht noch mal abkürzen können. Puh. Jetzt bin ich wieder am Überleben. Überleben tue ich gerade auch, aber ich bin eher am Überlegen, ob ich den Part hier schon beende. Und ich glaube fast, ja. Yep. Für heute habe ich meinen Sold erfüllt mit dem Aufnehmen. Jetzt höre ich auf, ja. Ne? Wird jetzt auch langsam Zeit. Gut, Leute, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich zumindest freuen und ja, ne? Bis denne und tschüss.